Ich bin Elli und ich nehme euch heute mit auf den Gendarmstien in Dänemark. Das ist ein Wanderweg an der Ostsee. Wir machen heute zusammen die erste Etappe, auch wenn es eigentlich die letzte ist. Ich starte sozusagen den Weg andersrum. Demnach bin ich jetzt in, ich blende es euch ein, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wir wandern heute bis zu diesem Ort hier. Wir haben heute knapp 13 Kilometer vor uns. Wir haben bestes Wetter, richtig viel Sonne und 14 Grad sollen es heute werden. In der Nacht sogar nur 3 Grad, also es wird immer besser. Auf Fyn, wo ich mit meinem Freund unterwegs war, was ihr hier sehen könnt, waren es teilweise nur 0 Grad. Das war manchmal ganz schön eisig. Heute Nacht war es auch kalt, es waren 2 Grad oder 1 Grad vielleicht, aber es hielt sich dann doch noch in Grenzen. Und wie mein Morgen aussah, das zeige ich euch jetzt. So richtig trocken wird das noch nicht. Ich nutze auf jeden Fall die Zeit, bis ich loskomme, um meinen Parakus aufzuladen. Und ich werde mir gleich was zu essen machen. Heute zum Frühstück gibt es Yum-Yum-Nudeln. Ich mag es halt lieber herzhaft. Schöner Platz. War schön bei dir. So, dann wollen wir mal losgehen auf den Gendarmstien. Wie immer könnt ihr übrigens in der Videobeschreibung einen Link finden, wo ihr die Etappe sozusagen nachlaufen könnt oder stöbern könnt oder was auch immer. Aus für mich. Hier laufe ich nämlich lang und hier fließt ein Bach. Vielleicht kriege ich da dann Wasser. Heute ist ja mein 5. Wandertag und ich merke ganz schön die Schultern und den Nacken und mein rechtes Fußgelenk meckert ganz schön doll mit mir. Also ich muss sagen, der Gendarmstien ist wahnsinnig gut ausgeschildert. Alle 500 Meter steht ein kleines Schild da und ich finde gar nicht so viel Müll. Mein Mülleimer ist noch nicht voll. Richtig schön hier. Drohnenaufnahme hätte was, oder? Bald, bald, bald.
jetzt hier. Und ich darf noch hier durch Sonderburg bis zu diesem Shelter laufen. Gestartet bin ich hier. Kleines Päuschen eingelegt. Mittlerweile ist es echt schön warm und ich müsste auch bald in Sonderburg ankommen. Und dann gibt es, glaube ich, auch in Sonderburg eine Mittagspause. Hier ist richtig was los. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt was zu trinken und was zu essen habe. Sehr cool. Hier in diesem Restaurant durfte ich mein Wasser auffüllen. Der hat mir dann noch mal kurz eine Predigt gehalten, dass diese Wasserflaschen, die ich da habe, das sind ja diese typischen einfachen PET-Flaschen, die sind eigentlich für den einmaligen Gebrauch, weil sich wohl sonst einfach zu viel Mikroplastik davon löst. Hat er sicherlich recht. Ich habe sie gewählt, weil sie natürlich einfach leicht sind. Aber an sich ist Sonderburg echt eine schöne Stadt. Eine süße Altstadt, eine schöne Promenade. Sehr viele Deutsche, alle sprechen Deutsch. Egal, wo man hinguckt. Jetzt gehen wir über eine Brücke. So, jetzt geht's wieder raus aus der Stadt. Es wird wieder ruhiger. So, Endspurt. Die letzten 4 Kilometer für heute. Mein Plätzchen mit Isomatte? Hä? Da hat jemand wohl eine Isomatte vergessen. Und Matsch, ganz viel Matsch. Ein bisschen Holz habe ich auch schon gesammelt. Hier liegt aber auch richtig viel Kleinholz. Und das ist mein Ausblick für diese Nacht. Einerseits ja irgendwie schön, aber andererseits finde ich es irgendwie auch so ein bisschen lieblos vielleicht? Ich habe auf jeden Fall hier ganz viel Gestrüpp und totes Schilf. Das brennt auf jeden Fall ganz gut. Ich suche jetzt noch ein bisschen Holz für heute Abend, solange das Wetter noch gut ist. Ich werde mich auf jeden Fall da in die linke Ecke verkrümeln. Da ist es ein bisschen windstiller. Ich habe mir jetzt aus dieser komischen alten Isomatte einen Windschutz gebaut. Und dahinter werde ich dann schlafen. Ich hoffe, dass diese 2 Holzbalken reichen, um die festzuhalten. Bisher hält's auf jeden Fall. So, mal Probe liegen. Ob das mit dem Windschutz was bringt. Oh ja. Hier ist kein Wind. Hier ist Wind. Meine Füße sind auf jeden Fall windig kalt. Ich lieg ja eh wie ein Embryo. Danke, Isomatte, dass du hier rumgelegen hast. So, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich einen neuen Kocher und auch einen neuen Topf. Dieser hat 500 Milliliter und ist aus Titan, also super leicht. Und der Kocher besteht aus diesen Teilen. Ein Windschutz, der Kocher selber und Teile, wo man den Topf draufstellen kann. Dafür muss ich diesen Windschutz einmal zusammenbauen. Dieser hakt sich hier von außen ein und muss unbedingt festgemacht werden. Und den stelle ich jetzt hier hin. Und diese kleinen Teile kommen hier in die Aussparung, sodass sie nach innen zeigen. Und in diesem kleinen Kocher hier befindet sich ein Vlies, welches ich mit Spiritus tränken kann. Und ich kann es einfach anzünden. So sieht das dann aus. Und der Topf kommt jetzt einfach oben drauf. Und selbst bei dem etwas stärkeren Wind ist das kein Problem. Denn mit diesem Kocher kann man sowohl bei viel Wind als auch bei richtig heftiger Kälte kochen. Diesen Kocher habe ich von einem Zuschauer zugesendet bekommen, der die auch selber herstellt. Liebe Grüße nochmal an dich. Vielen, vielen Dank. Dieser Kocher ist wirklich ultra, ultra leicht. Ein paar Eckdaten schreibe ich euch hier noch hinzu und muss natürlich auch wieder Werbung hinschreiben. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wenn ich ein Produkt nenne oder eine Meinung dazu äußere, ist das halt leider Werbung. Ist aber unbezahlt. Mir wurde der geschenkt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Couscous, Champignon, Gemüsepfanne. Ich habe jetzt 500 Milliliter Wasser für dieses Gericht aufgesetzt. Und jetzt so nach 5 Minuten ist das Wasser schon ganz schön am Dampfen. Also vielleicht noch weitere 2-3 Minuten und es kocht richtig, richtig gut. Dieses und noch viele andere Rezepte habe ich für euch mal zusammengemischt. Das könnt ihr in diesem Video hier sehen.
jetzt wo es endlich richtig schön windstill ist, dachte ich mir, ich setze mich hier irgendwo hin und schaue dem Sonnenuntergang zu. Das habe ich nämlich auf dieser Tour noch gar nicht gemacht. Das ist so schön. Ich könnte hier stundenlang sitzen, dem Meer zuhören, die Sonne im Gesicht genießen. Es riecht sehr algig, aber das ist Natur. So gut wie weg. Ich guck mal, dass ich ein Feuer anmache. Meine Nachbarn. Vielleicht gibt's Tee. Für mich geht's ins Bett. Es wird ganz schön kalt. Aber das wird schon. Jetzt im Schlafsack, meine Nachbarin auch. Hallo. Und dann hoffen wir auf ein paar Stunden Schlaf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was unter die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Reise und eine warme Nacht.